So, herzlich willkommen zur zweiten Woche unseres kleinen Kurses Rückenfit und Yoga-Einführung und Meditation. Ich würde heute ganz gerne ein bisschen entspannender für den Rücken anfangen. Und zwar möchte ich euch dafür bitten, einmal eine Decke zu nehmen und die Decke so zu falten, dass eine kleine Wurst entsteht. Es ist ganz hilfreich, die so in Ziehharmonika-Form zu falten. Ja, also nicht aufzurollen, sondern mal so eine Seite, eine Seite, eine Seite, eine Seite. Ja. Und dann legt die ans hintere Ende eurer Matte. Ja. Und dann setzt ihr euch davor mit ungefähr einer Handbreit Entfernung von der Kante. Und legt euch, oh, herrlich, mit dem ganzen Rücken darüber ab. Streckt die Beine ruhig lang nach vorne aus. Legt den Kopf ab. Und die Arme zur Seite. Vielleicht sogar so im rechten Winkel. Mit dem Ziel, dass jetzt die Schultern weg vom Brustbein gut nach außen und unten fallen können. Wenn es angenehm ist, könnt ihr sogar so ein bisschen unterm Rücken. Entschuldigung, unterm Nacken hinten die Decke zusammenziehen, sodass da hinten so ein jetzt kleiner also der Nacken so ein bisschen ausgefüllter ist. Und dann legt die Arme rechts und links neben dem Körper ab. Beine liegen gar nicht so ganz weit auseinander. Das Kinn ist so weit angehoben, dass der Blick nach oben geht. Und dann lasst für einen Moment einfach die Schultern nach außen, so gut es geht, nach außen und unten fallen. Schließ die Augen einen Moment. Und ein, zwei natürliche Atemzüge. Und dann beginnt die Ein- und die Ausatmung etwas zu vertiefen, sodass ihr deutlich spürt, wie sich der Brustraum hebt und weitet, wenn ihr einatmet und sogar so ein bisschen Dehnung vielleicht in die Rippengegend kommt. Der ausatmend wieder so ein kleines bisschen nach unten in diese Rolle oder diese Decke einschmelzen könnt. Vier, fünf Atemzüge. Einfach nur vertieft atmen. Und glaubt mir, dadurch, dass die Wirbelsäule mittig so ein bisschen angehoben ist, kommt es automatisch zu diesem leicht öffnenden Effekt hier im Brustbereich, vor allem wenn ihr viel gesessen haben solltet. Wenn das mit den Beinen so nicht angenehm ist, besteht auch immer die Möglichkeit, die Füße aufgestellt zu halten. Dann ruhig so ein bisschen weiter auseinander und lass die Knie zusammenfallen. Das entlastet so ein bisschen den unteren Rücken. Und dann könnt ihr ruhig alle mal die Beine so aufstellen, auch wenn das jetzt gerade noch nicht angesagt war. Bringt dann aber die Knie wieder etwas auseinander. Hebt jetzt das Becken etwas an und setzt es ein kleines bisschen nach links ab, sodass es so ein bisschen neben der Rolle schon liegt und lasst dann die Knie nach rechts fallen, sodass dann eigentlich so die rechte Taille auf der Kante von der Rolle ist. Und wie beim letzten Mal, falls ihr das Gefühl habt, Knie kommen nicht zum Boden oder das untere Bein schwebt, einfach vielleicht hier nochmal ein Kissen drunter legen. Wenn das obere ein bisschen schwebt, ist nicht ganz so schlimm. Das stört meistens nicht so, das untere sollte eine gute Auflagefläche haben. Und dann wieder die Arme zur Seite legen und sich so ein bisschen arrangieren, dass ihr nicht runterrutscht. Dann solltet ihr fühlen, dass jetzt die Wirbelsäule so eine kleine Drehung macht. Ja? Dadurch, dass das Becken etwas nach rechts gedreht ist, dreht sich die Wirbelsäule dann mit dem Brustkorb etwas nach links. Und dann nimmt hier fünf, sechs tiefe, vertiefte Atemzüge.
Noch zwei Stück. Faltet dann die Hände am Hinterkopf. Ja, passt auf, dass ihr nicht runterrollt. Atmet tief ein. Und mit der Ausatmung rollt den Oberkörper auf, sodass ihr gerade über eure linke Hüfte nach vorne schaut. Und mit der Einatmung legt euch wieder ein bisschen nach hinten ab. Ausatmend kommt hoch. Einatmend rollt ab. Macht das mit dem Atem zusammen. Warte ab, bis die Lungen ganz voll sind, wenn du nach hinten kommst. Und atme ganz aus, wenn du hochkommst. Noch drei, vier Mal. Letztes Mal. Dann leg den Kopf wieder ab. Gib die Arme wieder beiseite. Bring einen Fuß nach dem anderen oder ein Knie nach dem anderen wieder zurück in die Mitte. Und dann Becken etwas anheben. Erstmal wieder mittig ablegen. Um dann den gleichen Weg nach rechts rüber zu setzen und die Knie nach links zu bringen. Wenn das untere Bein gut am Boden sein sollte, oder du hast das Gefühl, oh, das obere schwebt irgendwie doof, kannst du dir auch was zwischen die Knie klemmen. Und jetzt sieht man vielleicht ganz schön, dass mein unterer Rücken hohl ist, dass ich da nicht rund bin. Ich kann das sogar etwas forcieren. Ein bisschen den Po rausstrecken, um die Lendenwirbelsäule mehr nach innen rein zu wölben. Und dann trotzdem die Arme zur Seite ablegen. Vielleicht machen wir so ein bisschen korrigieren, dass er wirklich hinten mit der Brustwirbelsäule und den Schulterblättern gut über die Rolle liegt. Und dann hier erstmal ein paar tiefe Atemzüge. Wir können uns auf dieser zweiten Seite ruhig ein bisschen mehr Zeit geben, also dem Körper, den Nerven, den Muskeln, dem ganzen System mehr Zeit geben, erst einmal in dieser anderen Position anzukommen. Gerade so nach Drehung ist der Körper immer relativ darauf eingestellt, dass alles andersrum funktioniert hat, sodass sich die Gegenseite krasser anfühlt, als sie es eigentlich wäre, wenn du so aus so einer neutralen Stellung in diese Haltung gehen würdest. Aber dann falte auch jetzt schon die Hände am Hinterkopf. Achtung, dass ihr nicht runterfallt. Atmet erst tief ein. Und dann mit der ganzen Ausatmung langsam den Kopf anheben, aufrollen, sodass jetzt hier vor allen Dingen diese schrägen Bauchmuskeln einatmen, wieder ablegen, ausatmen, wieder hochziehen, arbeiten müssen. Vor allen Dingen die, die ihr hier so auf der rechten Seite spürt. Das sind gute Muskeln, um die Wirbelsäule von vorne zu stabilisieren. Mal letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wenn ich so gerade Crunches mache, gerade Bauchmuskelübungen, sie mehr so für die Optik sind, was auch jetzt nicht unwichtig ist, kleiner Scherz, und dass so die gedrehten Crunches ein bisschen mehr Rumpfstabilität bringen. Noch zwei, drei Stück. Letztes Mal. Und dann komm in der Mitte an. Leg die Arme erst wieder ab. Bring ein Bein nach dem anderen wieder zurück in die Mitte. Leg das Becken mittig ab. Und dann spür kurz nach. Nimm zwei, drei tiefe Atemzüge. Knie ruhig zusammengefallen. Unterer Rücken leicht hohl. Und zu Übungszwecken. Ja, um nochmal diese Unterschiede zwischen einem hohlen Abschnitt in der Wirbelsäule und einem runden Abschnitt in der Wirbelsäule zu fühlen, kann man ruhig noch hier bleiben. Und ihr merkt ja, wie hier die Kante von der Decke in den unteren Rücken hineindrückt. Ich habe letzte Woche von der kleinen Hamsterfamilie gesprochen. Stellt euch vor, das ist der kleine Papa-Hamster und den wollt ihr nicht platt drücken. Also wölbt den unteren Rücken noch mehr von euch weg. Könnt die Beine auch parallel aufstellen. Und dann faltet die Hände am Hinterkopf und versucht den unteren Rücken hohl zu halten, aber dann mal ein paar Mal mit dem oberen Rücken aufzurollen,
unterer Rücken bleibt hohl, oberer Rücken wird rund. Ja, also die Wirbelsäule ist jetzt so richtig in ihrer S-Form, unten extrem in die Richtung und oben extrem in die andere Kurve. Ist ganz praktisch, wenn man das mit so einer Rolle macht, weil man dann so einen Widerstand spürt hinten oder unten. Noch ein, zweimal. Und ich mache das jetzt nicht, um hier die geraden Bauchmuskeln zu trainieren, sondern ich mache es, damit ihr nochmal merkt, dass ihr nicht komplett rund werden müsst. Ja, das wäre jetzt komplett rund, sondern dass man halt so kurvig bleiben kann. Dann roll dich auf den rechten Ellenbogen, heb den Kopf an, komm hoch und gib die Decke beiseite. Beziehungsweise Ordnung muss sein, ruhig schon mal wieder ein bisschen ordentlicher falten, können wir gleich noch gebrauchen. Leg sie dann aber beiseite und komm in die Seitlage. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gemacht. Zieht die Knie heran, kommt auf euren Ellenbogen und bringt den Ellenbogen ziemlich genau unter eure rechte Schulter, sodass, wenn ihr euch so nach unten hängen lasst, die Schulter, der Ellenbogen unter der Schulter ist, sagen wir mal so. Okay, und von hier aus ruhig auch nochmal mit der Halswirbelsäule und mit dem Kopf so ein bisschen näher an die Schulter sinken lassen, um wahrzunehmen, wie eng es hier wird, und dann Arme tief ein. Mit einer Ausatmung drückt den Ellenbogen runter, drückt deine Hüfte runter und wölbt die ganze Wirbelsäule nach, also nach links zur Seite. Hebt ruhig mal den oberen Arm. Atmet nochmal tief ein. Ausatmen, drückt ein bisschen mehr und dann machen wir es dynamisch. Einatmend etwas absinken lassen. Ausatmend rausdrücken und strecken. Einatmend einsinken lassen. Ausatmend rausdrücken. Könnt die Hand auch auf der Hüfte liegen lassen. Und ich glaube, das macht es nochmal ganz klar, wie weit man greifen kann, wenn der Arm oben ist. Aber ihr könnt ihn auch hier unten lassen. Noch zweimal. Ich kräftige auch hier die seitlichen Halsmuskeln gerade und natürlich die Muskeln hier unten. Gut. Dann bleibt rausgedrückt. Vielleicht muss der Ellenbogen ein bisschen näher heran. Das merkt ihr selber, wie so euer Winkel da ist, euer Hebelarm ist. Zieht vielleicht die Füße ein bisschen näher heran. Bleibt rausgedrückt. Und jetzt heben wir die Hüfte dazu an. Arme tief ein. Und ausatmend, hebt die Hüfte. Einatmend, senkt sie wieder ab. Machen wir 5, 6 Mal, okay? Ausatmend, heben. Kopf wird langsam schwer. Der Ausatmung runterdrücken, Knie runterdrücken und Ellenbogen. Und noch einmal. Ach, gut. Dann streckt den rechten Arm gerade noch hinten aus. Versucht mal die Handfläche unten zu halten. Legt den Kopf dann auf dem Oberarm ab. Sodass ihr wirklich, also nicht wie ich jetzt hier zur Kamera guckt, sondern dass ihr wirklich so nach rechts zur Seite guckt. Und dann streckt dein linkes Bein, also dein oberes Bein, nach unten aus. Und mit der nächsten Einatmung hebt das Bein etwas nach oben an, aber lasst den Fuß parallel zum Boden, also nicht nach oben drehen, sondern Fuß parallel zum Boden. Und finde auf deiner Hüfte hier einen Ort, wo du nicht direkt auf einem Hüftknochen liegst. Und dann bring das andere Bein dazu. Und glaub mir, je höher die Beine kommen, umso angenehmer wird es in der Hüfte. Und ihr merkt, jetzt arbeiten hier die Muskeln an der linken Körperseite. Na gut, könnt ihr dazu den Kopf anheben. Nochmal 2, 3 tiefe Atemzüge nehmen. Vielleicht sogar mit ein bisschen Balance spielen. Das bringt dann nochmal ganz andere Muskeln ins Spiel. Ich hoffe, meine Füße sind noch im Bild. Gut. Und dann löst auf und rollt euch komplett auf die andere Seite, auf die linke Seite. Erst wieder Ellenbogen unter Schulter. Und dann ein bisschen nach unten sinken lassen, was jetzt ganz angenehm ist, hier um diese Muskeln erstmal zu dehnen. Atmet ein, ausatmet, drück runter. Einatmen, sinken lassen.
Ausatmen, rausdrücken. Arm ist da, wo es für dich persönlich Sinn macht. Versuch richtig kraftvoll rauszudrücken, um hier möglichst viel Platz in der linken Schulter oder im linken Schulterdach zu kreieren. Noch zwei Stück. Mir rutscht gerade alles. Und dann bleibe oben. Hol vielleicht die Knie und Füße etwas näher heran. Atme ein, Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Ausatmen, drückt die Unterschenkel runter und hebt jetzt die Hüfte. Einatmen, wieder absenken. Ausatmen, heben. Ellenbogen drückt natürlich auch. Und ja, man hat da ganz schön viel Druck am Ellenbogen, das gebe ich zu. Aber es wird besser, je öfter man übt. Letztes Mal. Gut. Dann strecken wir die Seite ein bisschen mehr. Versuchen mal, so gut es geht, den Arm nach hinten auszustrecken. Man könnte auch den Kopf aufstützen. Geht auch. Und dann strecke erst das obere Bein aus. Achtet darauf, dass das Bein nicht hinter euch landet. Seht ihr das? Ja, also wenn ich jetzt an meiner Körpervorderseite nach unten gucken würde, möchte ich gerne noch mein Schienbein auch sehen. Richtig, den Fuß also vor mir. Den Bauch stark und dann bringe das andere Bein dazu. Ja, ich nehme mal meinen Kopf trotzdem nach unten. Könnt auch den Arm anwinkeln und wie so ein Kissen das machen. Und hier auch die Beine nicht zu weit nach hinten bringen, sondern eher vor dem Körper halten. Und dann drei, vier ruhige Atemzüge. Wer will, balanciert wieder. Letztes Mal. Und hier oben ist schon richtig, ganze Osterspeck ist schon gut gefestigt. Gut, dann zieht die Knie heran und rollt euch nach oben in den Vierfüßlerstand. Dann machen wir hier weiter. Im Vierfüßlerstand habe ich letzte Woche, glaube ich, ein ganz kleines bisschen was erzählt zu der Positionierung von den Händen am Boden. Erst einmal, wenn ihr die Erfahrung gemacht habt, dass es an den Knien sehr hart gewesen ist, dann könnt ihr jetzt noch mal eine Decke unter den Kniebereich stellen. Nehmt die Decke so, dass die ganze Matte belegt ist und beide Knie wirklich symmetrisch Platz darauf finden. Ja? Also nicht nur unter einem Knie, weil nur das rechte zufällig wehtut, sondern über beide. So, dann stell die Zehen hinten auf und komm einmal kurz in den Kniestand nach oben. Nochmal zu den Händen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es erzählt habe, ich glaube eigentlich schon. Wenn ich den Handteller nochmal einmal kurz anguckt, habe ich vier Eckpunkte an meinem Handteller. Das Zeigefingergrundgelenk ist ein Eckpunkt, das Daumengrundgelenk, kleines Fingergrundgelenk und das sogenannte Erbsenbein außen. Und ich möchte gerne, dass im Endeffekt alle diese vier Punkte gleichmäßig mit Gewicht belastet sind. Wenn ihr euch vorstellt, dass jetzt hier euer Arm ankommt, eure Armknochen, und die genau an dieser Stelle das Handgelenk treffen und natürlich das ganze Gewicht des Körpers über diese Knochenverbindung hier nach unten geht, haben Daumengrundgelenk und Erbsenbein natürlich viel, viel mehr Gewicht zu tragen als die Teile hier vorne. Das heißt, was ich von euch möchte, ist, dass ihr willentlich aus Muskelkraft gerade den vorderen Teil der Hände, also die Grundgelenke, also Zeigefinger, Kleinfingergrundgelenk, vielleicht sogar die anderen Grundgelenke und auch eure Fingerspitzen richtig feste nach unten in den Boden drückt, um ja, das Gewicht mehr nach vorne auszugleichen, dass nicht alles hier hinten ist, weil dann tut es weh. Spreizt dafür erst einmal schon mal die Hände, gut. Und dann setzt die Hände auch etwas breiter, als eure Schultern sind, auf. Und der absoluten Einfachheit halber, dreht bitte mit gespreizten Fingern die Hände so, dass die Zeigefinger gerade nach vorne zeigen.
Das ist ein bisschen anders, als ich das im Yoga unterrichte, wenn wir es ganz genau sehen, aber es macht es jetzt einfacher. Die beiden Zeigefinger parallel. Und dann nochmal der Hinweis, bitte nicht einfach die Zeigefinger, nicht die Finger irgendwie verändern, um die parallel zu machen, sondern die Hände drehen, um sie parallel zu machen. Ja? Okay. Gut. So, dann bringt viel Gewicht, erdet vor allen Dingen die Grundgelenke der Finger vorne, bringt da viel Gewicht hin. Und krallt alle 10 Fingerspitzen in die Matte. Und dann beginnt den unteren Rücken hohl zu machen. Lass den ganzen Rücken hohl werden. Heb deinen Kopf etwas an. Atme tief ein. Und mit der Ausatmung drück die Hände so feste in den Boden, dass jetzt der ganze Rücken rund werden kann. Lasse sogar den Kopf sinken und zieh dein Steißbein etwas nach unten, dass auch der Unterrücken jetzt einmal rund wird. Dann machen wir das mit dem Atem zusammen. Einatmend hebe das Steißbein oder die Sitzhöcker und deinen Kopf, lass alles andere nach unten sinken. Und ausatmend drück die Hände so fest in den Boden, dass deine Bauchmuskeln vorne die Wirbelsäule in eine Rundung ziehen. Das noch viermal mit der Einatmung in diesen Kuhrücken. Und mit der Ausatmung in den Katzenbuckel. Letztes Mal. Und dann komm in der Mitte an. Atme tief ein. Ach, wisst ihr was? Atmet aus und bringt einmal eure Unterarme auf die Matte. Rollt die Finger mal auf, macht Fäuste, kreist die Fäuste, nicht die Füße. Die Füße könnt ihr auch kreisen. Einen Moment. Nochmal richtig feste zusammengreifen. Und dann bitte wieder Hände spreizen, ablegen, weiter als die Schultern breit sind. Zeigefinger parallel zueinander. Dann atmen tief ein. Mit der Ausatmung schwenkt deine Unterschenkel nach rechts und gleichzeitig schau nach rechts. Einatmen, komm in die Mitte zurück und ausatmend Unterschenkel nach links, aber auch der Blick geht zu den Füßen nach links. Mach das mit dem Atem zusammen. Immer wenn du in dieser Seitverneigung bist, atme aus. Immer wenn du über die Mitte kommst, atme ein. Jede Seite noch einmal. Was wir gerade machen, ist quasi die Wirbelsäule etwas aufwärmen, beziehungsweise natürlich die Muskeln um die Wirbelsäule herum. Ja, wir haben jetzt gebeugt, gestreckt, jetzt haben wir noch geneigt und gleich drehen wir noch ein kleines bisschen. Setz dich für das Drehen ruhig einmal kurz hin. Kannst vielleicht einfach die Decke, die gerade so lang lag, einmal zusammenfalten. Und dann setz dich ruhig an den Rand der Decke heran. Und bring deine Füße nach vorne. Öffne die Füße etwas breiter als die Hüften sind. Und gib deine Hände ruhig mal vorne an die Kniescheiben. Richte den unteren Rücken auf, das heißt, roll mehr auf deine Sitzhöcker, Schambein senkt sich ab, Sitzhöcker kommen mehr zum Boden, unterer Rücken wird hohl. Und dann atme tief ein. Und mit deiner Ausatmung dreh dich nach rechts, greif mit deiner mit deiner linken Hand ans rechte Knie, gib die andere Hand nach hinten. Atme hier einmal zwischen. Und mit der Ausatmung dreh ein kleines bisschen mehr. Und dann komm wieder zurück in die Mitte. Ausatmen, dreh dich rüber nach links. Einmal hier bleiben, tief zwischenatmen. Und dann wieder mit der nächsten Einatmung in die Mitte. Ausatmen, wieder drehen. Jetzt fügen wir was Neues hinzu. Nochmal erstmal, nochmal einmal nach links. Für die nächste Runde verschränke deine Hände unter der Brust und dreh nur im Bereich der Brustwirbelsäule, ohne dass du deine Arme nutzen kannst. Einatmen wieder in die Mitte, ausatmen, dreh rüber nach links.
Mit jeder Ausatmung drehen. Und für die letzten zwei pro Seite beobachte, was deine Knie machen, wenn du dich drehst. Und ich hoffe, ihr merkt, dass das Knie, von dem ihr euch wegdreht, immer etwas mehr nach vorne sich schiebt und das Knie, zu dem ihr euch hinzieht oder hindreht, euch auch näher zu euch kommt. Gut, kommt in der Mitte an, schließt einen Moment die Augen. Und dann öffnet den Blick wieder. Gibt die Hände wieder an die Knie. Weitet die Schultern, richtet den unteren Rücken wieder gut auf. Atmet tief ein. Und dreht jetzt noch einmal nach rechts. Und ihr werdet merken, das rechte Knie kommt näher zu euch hin. Das linke schiebt so ein bisschen zu euch weg. So, in der Drehung machen wir jetzt mit den Beinen genau das Gegenteil. Das heißt, wenn ihr nach rechts gedreht seid, drückt das rechte Knie in eure rechte Hand und zieht das linke Knie etwas von eurer Hand quasi weg. Einatmet in die Mitte. Ausatmet andere Seite. Schieb jetzt das linke Knie von dir weg, zieh das rechte Knie etwas zu dir hin. Und mit der Ausatmung rechtes Knie in die rechte Hand drücken. Und dann wieder linkes Knie in die Hand drücken, wenn du dich nach links drehst. Wenn dir mein Tempo zu schnell ist, dann probier es selber. Drücke mal das Knie von dir weg, zu dem du dich hinbewegst. Was passiert dabei? Obwohl du drückst, verschieben sich deine Knie nicht wirklich. Die bleiben eigentlich nur da, wo sie vorher schon waren. Das heißt, wir stabilisieren das Becken damit und drehen wirklich die Wirbelsäule und drehen nicht das ganze Becken auf unserer Unterlage mit. Super Trick, ne? Mach jede Seite einmal. Dann komm in der Mitte an und ein paar Katzenbuckel einmal runden machen nach hinten. Ruhig die Arme strecken, könnt auch die Kniekehlen greifen. Einatmen, Kuhrücken. Ausatmen, runder Katzenbuckel. Letztes Mal. Gut. Okay. Von hier aus gehen wir ruhig nochmal zurück in den Boden, an den Boden und kommen zurück zu der breiten Rolle. Und ich würde euch sogar nochmal bitten, dass ihr vielleicht nochmal diese Ziehharmonika daraus macht, dass ihr einfach so ein bisschen noch mehr Höhe habt. Oder wenn ihr eine zweite Decke habt, könnt ihr auch die zweite Decke nehmen. Und da legen wir jetzt gleich das Becken drauf. Mein Vorschlag wäre, sich erst möglichst nah da dran zu setzen, vielleicht schon so den halben Pöppis oben drauf und dann nach hinten zu kommen und dann vielleicht nochmal zu korrigieren und zu gucken. Ja, ich möchte nicht, dass so ein Hohlkreuz gestützt wird, sondern ich möchte schon gerne, dass das Kreuzbein, also hier unten dieser knöcherne, platte Teil am untersten Ende der Wirbelsäule, richtig oben drauf liegt, so dass ihr eigentlich locker flockig auch eure Knie ranziehen könnt und mal die Beine oben in der Luft. Oh, ich merke gerade, ich habe Muskelkater. Ich war gestern wandern, Muskelkater in den Waden. Mal ruhig die Waden so ein bisschen ausschüttelt und auch die Füße ein bisschen kreist. Und dann stellt erst einen Fuß und dann den anderen auf. Und dann greift mit verschränkten Händen euer rechtes Knie. Zieht die Zehen ran von beiden Füßen. Atmet tief ein. Macht den Bauch stark und dann streckt das linke Bein so gut es geht am Boden aus, dass die Ferse, wenn möglich, am Boden bleibt. Jetzt solltet ihr eine ganz gute Dehnung hier in der linken Leiste bekommen. Atmet tief ein. Haltet das linke Bein gestreckt. Ausatmen, zieht das rechte Bein etwas mehr zu euch hin. Einatmen, wieder ein bisschen lösen.
ausatmend wieder etwas heranziehen. Das noch zweimal. Und dann bringen wir noch ein bisschen Beugung und Drehung dazu. Okay, halte das linke Bein gestreckt, atme ein. Und mit der Ausatmung heb den Kopf, roll den Oberkörper auf. Jetzt leg deinen rechten Arm einfach nach rechts zur Seite ab. Atme nochmal tief ein und dann drehe dich auf deine rechte Schulter und schau rechts am Bein vorbei. Einatmen, komm wieder zurück nach unten zum Boden. Ausatmend heb den Kopf an, roll dich auf und dreh nach rechts. Einatmend immer wieder zurück zur Mitte. Und wenn jetzt der Kopf schon zu schwer wird, greif mit deiner rechten Hand hinten den Schädel und unterstütz den Schädel ein bisschen. Und mach das noch ein paar Mal. Hochkommen und nach rechts drehen. Tiefe Einatmung nach hinten. Tiefe Ausatmung, wenn du hochkommst. Noch zweimal. Und dann löse langsam auf. Ja. Stell das rechte Bein auf, halt das Knie gebeugt, greif dein linkes Knie und lass dir erstmal Zeit, jetzt das rechte Bein in Ruhe wieder auszustrecken. Zieh die Zehen dafür ran. Lass das Knie oder beide Knie nach oben zeigen, also nicht das Bein so nach außen fallen lassen. Streck, sodass hier in der rechten Leiste jetzt eine gute Dehnung entsteht. Und dann stell dir so einen kleinen dicken Elefanten vor, so einen kleinen Dumbo oder Benjamin Blümchen und setz den auf deinen rechten Oberschenkel in deiner Vorstellung, sodass der wirklich unten bleibt. Ja, lass ihn da drauf sitzen. Oder wenn du zu Hause übst, setz ein Enkelkind oder ein richtiges Kind oder ein fremdes Kind, nee, fremdes nicht, auf deinen Oberschenkel und lass ihn da sitzen. Lass es da sitzen. Oder den Elefanten. Atme tief ein. Ausatmen, zieh dein linkes Knie näher zu dir heran. Halte den rechten Oberschenkel schwer. Einatmen, wieder etwas lösen. Ausatmen, wieder ranziehen. Ich noch drei, vier Mal. Letztes Mal. Gott. Halte das Bein rangezogen. Wenn nötig, greife direkt mit der linken Hand hinten deinen Schädel. Atme ein. Ausatmend, roll den Oberkörper auf und dreh dich nach links. Schau links neben dem Bein vorbei. Einatmen wieder in die Mitte. Ausatmend, hochrollen und nach rechts, nach links drehen, Entschuldigung. Alles immer links. So, wenn ihr jetzt schon ein bisschen mehr üben wollt, mehr Sachen gleichzeitig üben wollt, könntet ihr euer rechtes Bein eher in eure Hüfte hineinziehen und die linke Hüfte eher etwas von euch wegdrehen, sodass Becken gerade bleibt, auch wenn wir uns drehen. Wenn nicht, vergesst die Beine, kommt hoch und dreht die Wirbelsäule, ist auch super. Noch zweimal. Na, komm, noch einmal. Gut. Und dann leg den Kopf ab. Stell den linken Fuß auf. Stell den rechten Fuß dazu. Schließ die Füße und die Knie, um zu fühlen, wie nah jetzt die Füße und die Knie sind. Und dann öffne die Fersen etwa eine Fußbreite auseinander. Zehen auch. Knie auch. Das ist wirklich schmal. Und winkel deine Unterarme an. Anstatt die Ellenbogen richtig nah ans Becken zu geben, an die Taille zu geben, gib sie ein bisschen nach außen, so ein bisschen Luft unter die Achselhöhlen kommt. Nicht aus dem Grund, aber als Maßstab. Handflächen zeigen zueinander, üb gerne die Finger zu spreizen. Dann zieh die Schulterblätter hinterm Rücken noch mal ein kleines bisschen zusammen.
Arme tief ein bis in die Brust, sodass nochmal diese gleiche Weite entsteht wie am Anfang, als wir über die Decke gelegen haben. Hebt dein Kinn etwas an. Ich hoffe, ihr erinnert euch, als ich gezeigt habe, hier hinten am Anfang Decke in den Nacken zu ziehen, um den Nacken hinten zu unterstützen. Ja? Wenn ich mein Kinn, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr das Kinn extrem ranzieht zum Brustbein, dann wird der Nacken hinten ganz flach. Das wollen wir nicht. Der wird dann zwar lang, aber er wird auch flach und er sollte nicht flach sein, er sollte hohl sein. Ja, deswegen auch immer diese schönen ergonomischen Kissen, die oder Nackenrollen, wo ihr die Halswirbelsäule wirklich in ihrer Form haltet. Also Gesicht zeigt nach oben. Dann drückt die Ellenbogen runter, roll die Schulter nach außen und unten und presst deinen Kopf in die Matte. Arme tief ein, halte das und dann drückt die Füße in den Boden und hebt das Becken dazu an. Einatmend senkt den Po wieder auf die Decke ab. Ausatmend, heb ihn wieder an. Halte deine Schultern und deinen Kopf unbewegt, während sich jetzt dein Becken hebt und senkt. Versucht mal die Beine dabei ganz parallel zu halten, also nicht so auseinanderzufallen, wenn ihr hochkommt. Idealerweise senkt mal einmal ab, nehmt ihr euch vielleicht ein Kissen oder irgendetwas, was ihr euch zwischen die Knie schiebt oder einen Block, wenn ihr einen Yoga-Block oder sowas habt und haltet das Kissen richtig, richtig fest oder eine zweite gerollte Decke, die etwas fester ist. Ja, und dann versucht mal sogar, die Beine zusammenzupressen, also gegen einen Widerstand und dann nochmal ein paar Mal zu heben und zu senken. Ich will mit der Ausatmung hochkommen. Und mit der Einatmung kurz absenken. Kinn bleibt weg vom Brustbein. Brustbein kommt näher zum Kinn, ja, weil es sich hochwölbt, aber lass nicht das Kinn dabei jedes Mal so nach unten wegkippen. Noch zweimal. Und dann bleibt das nächste Mal oben. Nimmt die Decke, die unter euch ist, heraus. Senkt das Becken dann ganz nach unten ab. Schiebt die Decke kurz beiseite. Nimmt vielleicht das Kissen zwischen den Beinen weg. Und dann streckt einmal die Arme lang nach hinten aus. Die Beine lang nach vorne. Könnt mit einer Hand das andere Handgelenk greifen und euch einmal so lang räkeln. Gerne, das ist auch immer gut. Gut. Okay. Dann stellt einen Fuß nach dem anderen auf und rollt euch auf eure rechte Seite und wechselt dann in die Bauchlage. In der Bauchlage angekommen. Leg deine Hände unter der Stirn ab und krabbel mit den Ellenbogen nochmal richtig, richtig weit nach vorne. Dreh deine dicken Zehen hinten zueinander. Lass die Fersen ruhig etwas nach außen fallen, sodass die Beine sich gut entspannen können. Und dann lass für 3, 4 Atemzüge erst einmal die Stirn auf deinem Handrücken richtig schwer werden. Lass den Kopf sich ganz entspannen. Den Nacken. Dann heb dein Gesicht etwas an. Schau weiterhin zu deinen Händen, also nicht nach vorne gucken und den Nacken so überstrecken, also so super abknicken, aber auch nicht in dein Dekolleté gucken, das wäre wieder dieser viel zu flache, lange Nacken, also schon leicht angehoben. Und dann dreh deine Füße so, dass sie hinten wieder hüftbreit und parallel zueinander liegen und streck die Knie. Atme tief ein und dann presst dein Becken und dein Schambein nach unten in den Boden, dass das gut geerdet ist.
Hol deine Ellenbogen wieder ein kleines bisschen näher zu dir hin, bis du merkst, ah ja, meine Schultern kann ich jetzt hinterm Rücken zusammenziehen. Hände können unten liegen bleiben. Im Yoga ist das eine Vorform der Kobra. Aber wir machen da jetzt einfach nur so eine kleine mini-vorbereitende Kobra draus. Und zwar hebt ihr mit einer Einatmung den oberen Teil eures Rückens, also den Kopf und den oberen Teil der Wirbelsäule etwas mehr an. Und ausatmend senkt ihr kurz ab, bis die Stirn oder die Nase leicht die Hände berührt. Einatmend wieder hochziehen. Ausatmend absenken. So, jetzt werdet ihr merken, dass wenn ihr hochkommt, wahrscheinlich das Becken etwas leichter wird. Halt das Becken gut nach unten gepresst. Egal, ob du oben bist oder unten. Noch viermal. Letztes Mal, bleibe dann oben. Atme weiter. Dann heb beide Beine ein ganz, ganz kleines bisschen vom Boden an. Ganz kleines bisschen, geht überhaupt nicht um Höhe. Schieb durch die Zehenspitzen mehr nach hinten und durch deinen Scheitel mehr in die Länge nach vorne. Zwei ruhige Atemzüge. Nochmal tief ein. Und mit der Ausatmung senk alles ab, lass die Fersen wieder auseinanderfallen, dicken Zehen ruhig aneinander, entspann den Rücken für einen Moment. Dann heb wieder den Kopf und den oberen Rücken an, leg die Beine wieder parallel lang nach hinten ab. Erde das Becken. Dieses Mal senkt den Oberkörper ein ganz kleines bisschen mehr ab, dass du wirklich nur gerade so mit der Nase über deinen Händen schwebst und streck deine Arme nach hinten entlang des Körpers aus. Wenn deine Handflächen nach oben zeigen, drehen höchstwahrscheinlich auch deine Schultern nach innen ein und rollen so zum Boden. Das wollen wir eigentlich nicht. Heb die Hände ein bisschen an, Arme tief ein. Dreh jetzt deine Handflächen nach unten und zieh die Schulterblätter hinterm Rücken zusammen. Und dann komm ein bisschen höher mit dem oberen Rücken. Spann den Bauch an, Becken bleibt unten und heb beide Beine nach oben an. Nimm drei ruhige Atemzüge. Schultern mehr hinterm Rücken zusammen, Beine etwas höher. Hände unter die Stirn, ausatmen, wieder nach unten entspannen. Und für den dritten Teil dieser Rückbeuge in Bauchlage lassen wir den Kopf unten. Ich hebe ihn jetzt nur an, damit ihr mich besser verstehen könnt. Aber gleich, Füße wieder parallel. Gleich heben wir ein Bein nach hinten an. Ein Bein hoch. Das rechte. Nehmen wir mal das rechte. Halte den rechten Hüftknochen unten am Boden. Zieh deine Zehen heran und lass die Zehen wirklich nach unten zeigen. Und dann schiebe durch die ganze Fußsohle aus der Hüfte heraus nach hinten. Drück durch die Ferse, durch den Vorderfuß, alles nach hinten raus, gleichzeitig durch deinen Scheitel mehr nach vorne. Kopf bleibt unten. Dann streck die Zehen aus und leg das Bein lang ab nach hinten zurück auf die Matte. Heb das linke Bein an, halte die linke Hüfte, linken Hüftknochen unten, zieh die Zehen heran. Und dann schieb die ganze Fußsohle. Stell dir vor, dein Fuß steht hinten an einer Wand oder sowas und du möchtest in die Wand drücken. Nicht nur mit der Ferse, nicht nur mit dem Vorderfuß. Mit den vier Eckpunkten deines Fußes. Feste nach hinten weg, Scheitel nach vorne. Streck den Fuß aus und leg ihn lang ab. Einmal durchatmen. Becken ruhig ein bisschen hin und her schwenken.
Okay, streck beide Knie, heb beide Beine an, zieh beide Füße zu dir heran, schieb durch beide Füße nach hinten, heb den Kopf etwas an, streck die Arme nach hinten aus. Wisst ihr was? Streck die Arme nach vorne aus. Doppelt fies. Füße lang, einatmen Kopfhöhe, Arme höher, Beine höher, ausatmen Hände unter die Stirn und wieder genüsslich nach unten entspannen. Gut, dann stützt euch langsam auf eure Ellenbogen, faltet die Hände vorne und schaut, dass eure Hände wirklich am vorderen Rand eurer Matte sind. Also es ist ja nicht, obwohl es eigentlich auch egal, denn ihr liegt ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mit der Hälfte eures Körpers hinter der Matte. Also bring auf jeden Fall deine Ellenbogen, Entschuldigung, deine Schultern über deine Ellenbogen und dann deine Ellenbogen noch mal so 1, 2 Zentimeter weiter nach hinten. Ja, dass du so das Gefühl hast, du könntest jetzt auch so nach vorne rüberrutschen. Okay, ganz kleines bisschen nach hinten. Senk den Oberkörper etwas nach unten ab. Und jetzt drück deine Ellenbogen nach unten, drück die Knie nach unten, stell die Zehen auf und du bist in so einem halben Unterarmstütz mit Knien auf der Matte. Und das ist kräftig jetzt schon die ganze Körpervorderseite, einschließlich der Leisten, Bauch, Brustmuskeln. Dann atme tief ein und mit deiner Ausatmung streck auch noch deine Beine dazu. Wenn das zu heftig sein sollte, lass die Knie unten. Und wenn du auch nicht mehr kannst oben, senk nur die Knie ab. Glaub mir, das macht es viel, viel einfacher. Kannst wieder ein bisschen Kraft sammeln, weiter atmen, um dann nochmal beide Beine zu strecken. Und noch 3 tiefe Atemzüge. Kopf bleibt angehoben, bitte Kopf nicht hängen lassen. Gesicht zeigt nach unten. Gut. Knie zur Matte, hol die Knie ein bisschen näher heran, sodass du dann hoch auf deine Hände kommen kannst. Und dann öffne die Knie zur Mattenaußenkante, leg die Zehen aneinander und schieb dich langsam nach hinten und unten mit den Händen nach vorne in die Stellung des Kindes. Lass entweder die Stirn nach unten sinken. Oder lege die Hände übereinander und die Stirn da drauf. Oder sogar zwei Fäuste, so ein Fäusteturm übereinander und leg da die Stirn drauf. Lass den Bauch schön zwischen den Beinen nach unten baumeln. Dann hebt den Kopf an, richtet euch auf und kommt für einen kleinen Moment zum Sitzen. Könnt auch gerne auf einen Stuhl euch setzen. Und wenn ihr was ausgezogen habt, weil euch ein bisschen warm geworden ist, zieht euch ruhig wieder was an und sofort wieder im Bilde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Um euch hinzusetzen, ruhig wieder eine gefaltete Decke nehmen oder einen Block, wenn ihr sowas besitzt. Ich würde gerne eine Atemübung mit euch machen, die recht kräftigend ist für die Zwerchfellgegend. Moment, einmal kurz überziehen. Und danach machen wir dann auch noch eine etwas längere Endentspannung heute. Denn Rückenschmerzen, naja, sagen wir mal so, schwache, unverspannte Muskeln tendieren halt viel, viel eher zu ja, Verspannungen und Rückenschmerzen als kräftige Muskeln, die aber auch die Fähigkeit haben, gut zu entspannen. Deswegen möchte ich euch auch bitten, gleich die Entspannung auf jeden Fall noch mitzumachen. Ganz abgesehen von geistiger Entspannung, die wir dadurch fördern, die natürlich auch wirklich nicht unwichtig sind beim Entstehen von Rückenschmerzen. Aber ich glaube, das wisst ihr auch. Gott.
Könnt euch also schon mal eine Decke parat halten, wenn ihr wollt, auch ein Kissen. Was auch ganz angenehm ist, ist ein Tuch oder sowas, oder sogar Augenkissen, wenn ihr sowas Abgefahrenes besitzt. Aber ein Tuch, was ihr euch, oder ein Schal, den ihr euch um die Augen binden könnt, sodass die Augen nicht nur verdunkelt sind, sondern auch so ein bisschen Druck bekommen. Ja, gerade wenn ich so auf meine Augen selber drücke, kann ich damit sogar den Vagusnerv etwas stimulieren. Der ist Teil des parasympathischen Nervensystems, der eben wiederum für Entspannung, für die Entspannungsphase im Leben oder an jedem Tag sogar zuständig ist. Okay, für diese Atemübung stellen wir uns gleich vor, wir hätten eine Kerze vor uns, die wir auspusten. Und da das jetzt keine Yogastunde ist, machen wir das ruhig mal durch den Mund. Und ich hoffe, ich kann das überhaupt durch den Mund. Und zwar macht ihr auch nicht einen Riesenpuster, sondern ihr wollt nicht eine Kerze auspusten, ihr wollt direkt auf einmal 15 Kerzen hintereinander auspusten. Aber zwischen jedem Auspusten holt ihr wieder so ein ganz, ganz kleines bisschen, also füllt die Lungen wieder ein ganz, ganz kleines bisschen. Und kann das mal vormachen. Guckt mal, was meine Hand macht am Bauch. Die geht nämlich gleich, wenn ich ausatme, so nach innen. Aber mit F ist vielleicht nicht schlecht. Das kenne ich noch aus dem Gesangsunterricht von früher. F spuckt man noch nicht so doll. Also auf F pusten wir gleich Kerzen aus. Und zwar 15 Stück hintereinander. Ich kann es einmal kurz vormachen noch. Ja, kann ich ewig weitermachen. Das heißt, ich kontrahiere immer, Zwerchfell zieht einmal nach unten und dann lasse ich wieder locker und dadurch strömt wieder ein bisschen Atem ein. Und das reicht aus, um den nächsten Impuls zu geben. Ja? Ich glaube, 15 ist sogar zu wenig. Machen wir mal 20 Ausatmungen für die erste Runde. Okay, leg gerne eine Hand auf den Bauchnabel, Bauchnabelgegend, würde ich mal so sagen. Richtet den unteren Rücken auf, Schultern schön weit. Und dann atmet erstmal vollständig aus. Nochmal tief ein. Dann nochmal ganz aus. Und dann so bequem ein, mitteltief. Und beginnt. Atmet ganz aus. Atmet ganz, 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 ganz ein. Und ganz aus. Dann machen wir direkt die zweite Runde von dreien mit 30 Wiederholungen. Mitteltief ein. Ganz ausatmen. Ganz, ganz tief ein. Und wer hätte das gedacht? Letzte Runde, 40 Wiederholungen. Versuch mal kraftvoller noch zu machen. Nicht die Hände im Moment. Abschließ die Augen und lass den Atem ganz frei fließen. Entspann den Unterkiefer, die Zunge, die Lippen, ruhig nochmal bewegen. Wenn euch jetzt so ein ganz kleines bisschen schwindelig sein sollte oder ihr vielleicht Sternchen seht oder sich alles so ein bisschen ja, leicht köpfig anfühlt, ist das ganz normal. Wir haben relativ viel Sauerstoff umgesetzt.
Ist alles eine Übungssache. Ist aber eine gute Art, auch verbrauchte Luft quasi aus den Lungen rauszudrücken und einmal alles so durchzuspülen. Dann komm von hier aus bitte in die Rückenlage. Wer Rückenschmerzen hat, der kann seine Beine, seine Knie etwas polstern. Das kennt er vielleicht von, keine Ahnung, Massage oder Physio oder irgendwo oder von der Kosmetik, wo man eine Rolle unter die Knie kriegt. Das ist schon eine ganz gute Erleichterung für den unteren Rücken. Ihr könntet aber auch irgendetwas Schweres, vielleicht eine schwere Decke oder sowas, auf eure Oberschenkel legen, sodass die Oberschenkelknochen etwas nach unten gedrückt werden. Damit entsteht wieder etwas mehr Kurve im unteren Rücken, was auch sehr entlastend ist. Dann legt die Arme. Man braucht übrigens nicht wirklich was unterm Kopf. Ja, ich hatte es nur gerade gemütlicherweise hier und es ist, glaube ich, nicht schlecht für den Ton, wenn ich etwas erhoben bin. Dann legt die Arme rechts und links neben dem Körper ab, sodass die Handflächen nach oben zeigen können. Wenn ihr noch eine andere Decke zur Verfügung habt, dann deckt euch ruhig zu. Zieht die Schulterblätter vielleicht noch mal ein bisschen hinterm Rücken zusammen. Nehmt euch die Zeit, vielleicht die Augen irgendwie abzudecken. Zur Not tut es auch eine Socke. Zum Beispiel. Guckt, dass das Gesicht gerade nach oben zeigt. Und dann schließt sanft die Augen. Löst den Unterkiefer vom Oberkiefer. Und nimmt ein paar ganz natürliche Atemzüge. Wenn euch gerade nach dieser schnellen Atmung so ein bisschen, weil ihr das Gefühl habt, da ist jetzt irgendwie mehr Energie im Körper gerade unterwegs, dann gibt ihr jetzt ganz besonders die Zeit zu beobachten, wie sich das alles wieder so ein bisschen setzt. Ich mag manchmal ganz gern die Vorstellung von so einem Mokka-Kaffee, der so mit Pulver aufgebrüht wird, mit heißem Wasser einfach. Und um ihn trinken zu können, muss man ihn etwas stehen lassen, damit sich das Kaffeepulver langsam nach unten setzt. Wenn ich das wieder aufrühren würde, dann wäre alles ja so aufgerührt und ein bisschen hü-hü. Aber mit der Zeit sinkt alles nach unten. Genauso wie jetzt vielleicht auch diese Unruhe oder dieser kleine Energiekick durch die Atemübung. Und dann gebe ich euch noch ein paar Punkte vor, wo wir jetzt gleich gemeinsam unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Und selbst wenn ihr nicht allen Punkten folgen könnt, versucht so viele wie möglich mitzunehmen und ihr müsst dort nichts machen. Ihr müsst dort keine Schwere herstellen. Ihr müsst dort nicht entspannen oder anspannen oder was auch immer an Techniken, sondern einfach nur Bewusstsein dorthin richten. Einfach euch die Stelle im Moment bewusst machen. Ich gehe relativ zügig vor. Bitte nicht stressen lassen, sondern einfach die Punkte mitnehmen, die ihr mitbekommt. Wir beginnen beim rechten Fuß. Fühle deine rechten Zehen, rechte Fußsohle, rechter Fußspann, Ferse, rechtes Fußgelenk. Rechte Wade, Kniekehle, Knie, rechte Oberschenkelrückseite, Innenseite, Vorderseite,
Außenseite. Die rechte Leiste. Die rechte Pobacke. Deine rechte Taille. Die rechte Achselhöhle. Rechter Oberarm. Ellenbogen, Handgelenk, rechter Daumen, alle Finger, rechter Handrücken, rechte Handfläche, hoch zur rechten Halsseite, rechtes Ohr. Rechtes Auge, rechter Nasenflügel, rechte Wange, rechter Mundwinkel, rechte Brust, rechte Bauchseite. Dann versuch einmal, deine ganze rechte Seite als eins wahrzunehmen. Von den Zehen bis zu den Fingerspitzen, bis zur Kopfhaut, deine ganze rechte Seite. Und dann wandere rüber mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zu deinem linken Fuß. Spür die linken Zehen, linke Fußsohle, den Fußrücken, linke Fußgelenk, die Ferse am Boden, die linke Wade, linke Kniekehle, das ganze Knie. Linke Oberschenkelrückseite, die Innenseite, die Vorderseite, die Außenseite, deine linke Leiste, die linke Po-Hälfte, deine linke Taille, die linke Achselhöhle. Linker Oberarm, Ellenbogen, Handgelenk, linker Daumen, alle linken Finger, Handrücken, Handfläche, hinauf zur linken Halsseite, linkes Ohr. Auge, Nasenflügel, Mundwinkel, linke Wange, die linke Brust, deine linke Bauchseite und dann die ganze linke Seite als Ganzes. Vom Fuß bis zum Becken. Zur Schulter, zur Hand, zum Kopf. Ganze linke Seite gleichzeitig. Und dann spür beide Körperseiten nicht als zwei Hälften, sondern als einen Körper. Schmelze die rechte Seite mit deiner linken. Und dann lasse ich es euch frei. Hier noch ein bisschen länger in dieser Entspannungshaltung zu bleiben.
Ich werde nach 3 Minuten ein kleines Zeichen geben. Aber selbst dann, oder wenn du vielleicht schon im Bett liegst, kannst du auch noch länger liegen bleiben. Nur seid ihr dann gewiss, dass dich keiner mehr weckt.